Partys, Neuburger Märchenstunde. Wir freuen uns auf Sissi Schafferhans, auf unserer Bühne begrüßen zu dürfen und wünschen euch viel Spaß dabei. Die Bühne geht gleich auf. Genießt es. Ciao. Sozialer Mensch und ich war ja immer in einem sozialen Beruf tätig und habe meine Kinder immer erklärt, Kinder, das darf man nicht, wenn man sie so zusammenrafft und immer auf den Ohren rumhackt. Das ist unsozial. Heute heißt es Mobbing. Und auf dir hacken sie schon ein bisschen rum, gell, Hupsi. Weil du alles sagen darfst. Und wenn jetzt ich sag, dass ich dich mag, dann bin ich die Nächste. Aber wurscht. Man darf alles sagen, sonst. Und was man nicht mehr sagen darf, und das freut mich besonders, blond und Frauen, gell? Lasst euch ja nicht erwischen. Mei, Hupsi, hätte mir einer mal vor 20 Jahren gesagt, dass du heute da bist, hätte ich gesagt, der Einwanderer. Wer ist denn das? Aber heute, so eine Karriere hast du hingelegt. Mein Gott, nein. Letztes Jahr ist er gerade aufwärts gegangen mit dir. Wachsende Mitgliederzahlen in Bayern. 6,7% auf Bundesebene, 14,5%. Und wer hat's fertig gebracht? Ich lese euch einmal vor. Ein angefressener, pflichtvergesslicher, roter, pädagogischer Althippie. Oh ja, sie vergessen alles. Auch unser aktuell in Führungsposition verweilender SPD-Kanzler, gell? Da sind ja ganze Geheimlaptops verschwunden. In beiden Fällen wird ermittelt. Aber ich weiß jetzt nicht von wem. Hier und durch nichts. Am Nockerberg hast du auch nichts gehört. Alles alte Kamellenwupsi, gell? Nichts Neues. Bis auf, und das hat mir gut gefallen, Kreuzbirnenbaum und Hollerstauden. Hab's gesagt, der Hupsi soll Logopädie machen und dann sagt er nicht mehr Birnbaum und Hollerstauden, sondern Kreuzbirnbaum und Hollerstauden. Ja, nehmen wir das? Nein! Nein! Bei Hupsi oder Nockerberg O-Ton, eure Hubertät, gell? So wird halt immer mit zweierlei Maß gemessen. Aber ich bin ziemlich unaufgeregt und freue mich für dich, weil du bist ein ganz starker Ritter mit einem riesigen Panzer auf dem Rücken und ich bin eine Märchenerzählerin und was, Presse, was soll ich denn sagen, wenn der Vorsitzende unten sitzt? Da muss ich doch aufpassen, oder? Ich werde den eigenen Horst nicht beschmutzen. Das machen schon nur andere Vögel. Mein Hupsi, unterschätzt Tom's die, diese kleinen intellektuellen Schleimscheißerchen und die Ampelmäusler, haben sie selber ins Knie geschossen, hast du gar keine.
kein Gewehr nicht gebraucht, gell? Für die HirschInnen. Jetzt kriegst du sogar in Berlin Angst. Ist so da? Ja, gibt's wirklich. Wirst du denn? Hubert, ein Hund ist schon, wenn ich das einmal so formulieren darf. Im Fernsehen mit dem Lanz und der Maischberger und dem Ricardo Dell. Und du mittendrin. Hupsi und heute in Neuburg. Warst ja schon öfter, aber es gibt außer der Jagdmesse jetzt auch das Freie Wählerstadtfest Neuburg, schon das 37. Mal. Und jetzt erzähle ich dir auch einmal, in was für einer Stadt du überhaupt bist. Kein Märchen. Du bist in einer Stadt der Renaissance. Und manchmal, Upsi, manchmal leben sie es auch so. Beim Neuburger Schlossfest zum Beispiel, alle verkleidet, gell? Und manchmal beschleicht mich das Gefühl, dass einige sogar glauben, dass das sind, was anhaben. Nur der Markt fragt selber, der heißt Fredi, wo bist du? Fredi, da schau, der bleibt immer recht normal. Ist halt ein freier Wähler, haben wir schon wieder, gell? Wir bleiben halt auf dem Boden. Wer aber schon immer ganz gern noch früher leben wollte, oder ja, das ist unser, jetzt pass auf, Neuburger Häuptling. Upsi, Häuptling! Was gehört? Häuptling! Ja. Der heißt Bernhard, ist bei der CSU und würde, wie er letztens öffentlich gesagt hat, die ganze IT-Abteilung der Verwaltung ganz anders aufstellen. Jetzt, was er gesagt hat, für das Geld, was das alles kostet, kann man viel Papier kaufen. Solche Worte freuen doch auch unseren Digi-Minister Hering, gell? Die schlagen sogar noch die bayerische Faxdebatte. Wäre ja im Prinzip gar nicht so unlustig gewesen, aber ich vermute, der meint es auch so. Ich persönlich glaube ja, ihr würdet gern noch Hieroglyphen in Steintafeln meißeln lassen wollen. Ja, gut, dass wir da nur einen zweiten im Zippi haben. Ein Indianer namens Hans. Aufgeschlossen und zukunftsorientiert. Versteht was vom Acker und vom Bau und von Pferden. Und erntet auch große Kartoffeln. Ein freier Wähler halt. Hupsi, ein freier Wähler, wie sagst du doch? Und der dritte Hupsi, auch ein Schwarzer, sagt ständig am Pfeifern, hat früher im Schloss gelebt, bei der großelterlichen Squaw. Und hat damals schon an Freunde eine Galoise als Gras angetragen. Keine Lüge, ich war dabei. Alle Politiker haben wir vorleben. Ein Spitzbub ist der vom Manitou. Der Lauterbach wäre stolz auf ihn. Hupsi, Neuburg ist irgendwie anders. Du würdest sogar ein Kamel durchs Nadelöhr schieren können. Das hat ein ehemaliger Stammeskulturpreisträger Franz gemalt. Sich das auch so und wartet, wie wir alle, jetzt pass auf, schon fast über 30 Jahren auf eine zweite Brücke, begnügt sich aber mit der. Da lachen sogar die Clowns, gell? In Bayern ein einmaliges Märchen, eine große Kreisstadt, mit so großen Schlössern, aber eine kleine Brücke. Ich habe recherchiert, von Donaueschingen bis daher gibt's das nicht mehr.
Das kleinste Kaff hat zwei Brücken über der Donau. Und ich denke, von Neuburg bis ganz weit runter gibt es das auch nicht mehr. Einmalig. Ja, ihr starkt, ihr süchtigen Stammesschwestern und Stammesbrüder. Und lieber Hubert, Neuburg, ihr seid und liebt, hoch nicht Gott. Es war einmal die Earth Night. Keine Neuburger Erfindung, nein, eine Aktion in Deutschland und Europa, auf der ganzen Welt. Earth Night heißt Erdnacht. Da schalten sie dann überall die Lichter aus. Wir waren das bei 40? Warst du nicht mehr, gell? Nein, so. Also, da wo wir es ausschalten, pro elektrisch ist ja nicht überall auf der Welt. In Niederbayern schon, gell? Nur in Neuburg an der Donau ist das der Tag, an dem Neuburg leuchtet. Das mussten sie erst einmal gehen, gell? Ganz Neuburg erstrahlte in allen Farben, hell und bunt, weil uns der Termin besser passt. Und wenn jetzt zum Beispiel ein UFO drüber fliegt, gell, und auf die Erde runterschaut, dann leuchtet unten im Süden der Bundesrepublik Neuburg und blinkt in der ersten Zeit. Und da ist Lichtemission aber sowas von überhaupt kein Thema, alles ins Einkauf gegangen. Und die da oben kannten dann auch bei uns am Flugplatz landen und wir hätten dann wieder ein einmaliges Ding in Neuburg, gell? Invasion in der Earth Night in Neuburg an der Donau. Vielleicht war ja das der Gedanke, der dahinter gesteckt hat. Merkst du was, Hupsi? Merkst du was? Wir so in Neuburg, gell? Die Welt dreht sich halt weiter und ändert sich. Ein Staatssekretär wird MDLer. Wie würde man ihn in einer jagd-indianischen Märchensprache beschreiben? Er zündelt gern, bis das der Rauch absteigt. Köttelt gerne sich selbst ins Tipi. Grabt gern kämpferisch den Klappstuhl aus und schießt gern auf andere. Doch manchmal wäre eine Friedenspfeife besser. Und dann ist dann noch der gelernte einheimische MDLer, gell, der umsatteln muss. Dabei hätte man so eine Hoffnung gehabt, dass er einmal ein Nachfolger wird. Aber er ist jetzt fünffacher Papa. Es geht ihm gut. Und wie das im Märchen immer gut hinausgeht, hat er ja einen Schwiegervater, der, wenn es hart auf hart geht, hat. Als Minisänger nur Geld dazu verdienen kann. Ja, die Herrschaftszeiten sind vorbei. Und in meinem Märchenbuch sehe ich, wie in meinem König Drosselbart, einen zerschlagenen Töpfermarkt, aber wie in einem Märchen, es geht weiter und die Marktfrau Claudia hebt das Glas und rinnt auf den neuen Töpfer Manuel. Bist du da, Manuel? Bist du da? Nein, ja. Ist nicht da, der ist krank. Ist so krank, der Manuel. Der Töpfer, da hat der Schuss in der Heide. Bald, das kommt schon noch, das Fahrzeug. Ach, du preist ewiger Hack und Sack und das noch. Bei des Kaisers neuen Kleidern tummeln sich weit weniger Leute auf der Hutschau als in früheren Zeiten, aber die Hüte bleiben der Stadt treu, so früh ich gehört habe. Auf dem Bahnhofsplatz steht ein einfacher schwarzer Mann, der für eine Turmuhr bettet. Im Stamm und allein knapp in den Tavernen sitzt das Volk noch sehr gerne, weil es noch nicht hungern und dursten will. Im Stamm hinterfragt der Freiwilliger Florian, auch ein Indianer, ob der Haushalt nur glaubt, dass man nur Feuerwasser kaufen können. Obwohl das eigentlich der Indianer Frank
der für die Finanzen zuständig ist, tun sollte, aber der zieht sich zurück. Weil, was will er denn ohne Geld machen? Und so sitzt er auf dem Ausdruckbankerl vom Tippi und genießt die neue Freizeit. Obwohl er vor 3 Jahren ja noch der Häuptling werden wollte. Gell? So ist er. Er hat den Chefsessel gesehen, so wird der Wind ihn nun hinwehen. Gleich nach dem letzten Loch im Club, da hatte er noch einen Schub. Der Neuburg war für ihn sehr schön, doch sieh der Griechenfahne weh. Bis 26 wird's noch gehen, dann wird ihn Neuburg nicht mehr sehen. Frank-Tonik, sei nicht so bequem, lass dich doch bitte nicht so gehen. Franziska ist jetzt auf Platz 1 und an der Spitze des Vereins. Sie folgt ihm nach und verragt sehr viel, denn Wissen ist ihr großes Ziel. Denn bricht ein Windflügel erst ab, dann ist das Windrad erstmal schlapp. Doch wird sie in die Vollen gehen, wir werden sehen, wir werden sehen. Gabi, muss man aufpassen, gell? Wo der Wind hingeht. So, Upsi, und nun zu meinem Neuburger Märchenbuch und zu dir. Stell dir vor, du reitest verwegen wie ein Heiländer vom Jagdschloss Grünau die Straße Richtung Neuburger Schloss. Rechts der englische Garten mit Bäumen, wie bei dir daheim. Und mit einer Schule auch rechts, die erweitert werden müsste. Okay. Bereite du doch bitte die Prinzess Anne schon mal darauf vor, dass sie, obwohl sie nicht die Dienerschaft hat wie der Prinz Michael, gell, sich auf viele neue Aufgaben einlassen muss. Und vielleicht bekomme ich ja einmal eine Audienz bei ihr. Du hast doch da Beziehungen mit der Frau. Damit wir mal ein schönes neues Schulmärchen schreiben können. Wen wundert denn schon Pisa, wenn die ganze Welt bei uns erst Deutsch lernen muss? Aber hallo, da braucht man halt ein bisschen Geduld, gell? Da ist Pisa gar nicht so wichtig, da sind Menschen wichtiger. Die Prinzessin ist, ja, kennst gut klatschen, das ist nicht so. Die Prinzessin Anne ist eine Frau, wesentlich belastbarer als ein Mann. Das ist ja jetzt nicht gerecht, aber das ist ja nichts Neues, gell, ihr Frau? Klatscht einmal gescheit. Und dann kommst du, wenn du weiterreitest, zum Donaukai und siehst die Donau. Und Kunst mitten drin. Und links. Das reißt dich schier vom Pferd. Ein Riesengemälde an 2 Hausfassaden ergreifend und museumsreif. Ich hab doch gesagt, ich erzähl Märchen. Und du gehst weiter Richtung Schloss und entdeckst eine zusätzlich angepasste Fahrradbrücke am alten historischen Brückenbau. Und du schaust nicht vom Pferd fallen mit wallendem Haar. Hupsi, da schaust du also zum Inselspitz, da ist noch ein Brückerl für die Fußgänger und dort ein Flößer, der Passant aus der ganzen Welt über die Donau schippert. Und du hältst ein. Das Pferd wiehert und du lässt es an der Reitertreppe trinken und siehst, wie das Huber einen Dachstuhl baut. Auch frei wieder. Und du triffst auf einen Bettler, der dir erzählt,
dass es in dieser Stadt ein Herz gibt für Migranten und ein Multikulti-Fest gleich einem Volksfest, das jährlich gefeiert wird, um sich gegenseitig besser kennenzulernen und wie Menschen hier geschätzt werden. Und dir wird warm ums Herz. Ja. Und du reitest durch Städtchen und merkst, dass es genügend Mülleimer gibt, die auch den Ärmsten die Möglichkeit bieten, ihre Flaschen mittels der Ringe rundherum nicht in den Eimern selbst suchen zu müssen. Und du kommst zum Schrannenplatz mit einer Halle, deren Bestimmung langsam nach ungefähr 30 Jahren einen Sinn findet. Und du freust dich, weil du nicht mit dem Auto, sondern per Pferd unterwegs bist und nicht im Stau stehst. Aber der Bau der zweiten Brücke hat begonnen. Märchen ist ja gut. Und dann wird's besser. Ja, Hupsi? Jetzt höre ich auf mit Märchen erzählen, denn es gibt noch viel zu tun im Stamm. Und ich hoffe, dass man nicht wieder äußerst schlaff war. Denn ich bin auch für und. Und nicht für aber, weil. Hupsi nimmt dieses Lied mit. Und ihr da. Bitte, Herr Kapellmeister. Ja, das sind Neuruds Märchen, vielschichtig und sehr kostenspielig, und das ist heute der Grund. Dies ist heute ein Einführungsabend, ganz für dich speziell. Damit bist du richtig im Bilde. Weisungen waren dieses Jahr für Neuburg sehr erfreulich. Ich sah die Freudentränen dort vom Kämmerer, OB und Stadtrat Oh.
Unsere Sissi ist gebeten. Ich habe gar nicht gewusst, dass die so singen kann. Also die hat mein Herz richtig erreicht heute. Gell? Also unglaublich. Also Sissi, ich bring die heute nach Hause. Gell? 67 Jahre haben wir so drauf gemacht. Ja, Sissi, super. Danke dir, das war richtig klasse. Wunderbar. Ganz große Chance. Also, Sissi, muss echt sagen, also das letzte Lied, muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es euch gekommen ist. Ich hab da überall Gänsehaut gehabt. Ja, ich mach mir dann gern Gänsehaut. Danke, die rechte große Applaus nochmal für Sissi Schaffern für ihre Neuburger Märchenstätte. Ja, wir gehen jetzt nochmal kurz in die Pause, so 15 Minuten ungefähr. Nochmal für Toilette rauchen, wie auch immer. Dann sehen wir uns danach. Ich verrate noch nicht so viel. Da kommt die Fastenpredigt. Seid gespannt. Bis gleich.